mal das weitere Vorgehen beraten. Immerhin zeigen sich Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem optimistisch. Nach der Freilassung des ägyptischen Fernsehjournalisten Mansour in Berlin sind nach wie vor viele Fragen offen. Warum die deutschen Behörden entschieden haben, den Mann am Wochenende festzunehmen, obwohl das Rückzugsgesuch aus Ägypten schon seit mehreren Monaten vorliegt. Aus Berlin, Christina Nagel. Und auch, warum es trotz vieler Ungereimtheiten 2 Tage dauerte, bis die Entscheidung über Mansours Freilassung fiel. Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft erklärte am späten Nachmittag, es habe neben rechtlichen auch politisch-diplomatische Bedenken gegeben. Bedenken, die ägyptische Seite nicht habe ausräumen können. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes hatte am Mittag in Frage gestellt, ob eine Auslieferung Mansours angesichts der derzeitigen Rechtslage in Ägypten überhaupt vorstellbar sei und erklärt, es werde niemand ausgeliefert, um in Russland zum Tode verurteilt zu werden. Bundesaußenminister Steinmeier sieht Fortschritte bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise. Gemeinsam mit seinen EU-Außenministerkollegen hat er heute in Luxemburg einen Militäreinsatz gegen Schlepperbanden im Mittelmeer beschlossen. Er sieht vor, zunächst Informationen über die Schleuser und ihre Routen zu sammeln. So sollen auch Flugzeuge, Drohnen und U-Boote zum Einsatz kommen. Anschließend sollen die Schiffe der Schlepperbanden kontrolliert und gegebenenfalls zerstört werden.